liegt der Sinn einer Gesellschaft, die immer reicher wird, aber niemanden glücklicher macht. Mir liegt alles zu Füßen, vor allem der Boden. Vor jeder Tür wird von Fremden kostenlos gekehrt. Man kann die Kehrseite der Medaille nur sehen, wenn man die Medaille, die über dem Kaminsims hängen muss, auch irgendwo, irgendwann einmal gewonnen hat. Dem weinenden Clown verläuft die Schminke, der erschreckt die Kinder. Worin liegt der Sinn einer Hungersnot, die niemanden hungriger macht? Mich macht mein Kontoauszug glücklich, seit ich weiß, wie man die besten Papierflugzeuge falten kann. Gibt's Magazine, die uns auf Hochglanz erinnern können, dass wir immer noch selbst entscheiden dürfen, was uns glücklich macht. Und zum Glück gibt's immer mehr Ladenketten, die die Zeit, die wir auf unser Glück sparen, immer mehr verkürzen. Ich kuschel mich ein in der Plan- und Arbeitslosigkeit und bin ich allein, und gegen jede Depression gibt's eine Televisionsstation. Masturbation zum Hungerlohn, 1 Euro Handjobs per Telefon, Klingelton, Prostitution, ich bin nicht Vater, Staatssohn. Den Vaterschaftstest gibt's gratis auf Sat.1. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder da. Was bisher geschah, wird noch einmal kurz zusammengefasst. Das ist deins und das ist meins. Die Grenzen sind so klar wie Grenzen gezogen. Ich entscheide mich jeden Morgen erneut dazu aufzustehen. Nur ist es jedes Mal ein harter Kampf. Der Kandidat meiner Wahl macht mir das Wählen leichter. Auch wenn nichts schwerer wiegt als die Erkenntnis, das eigene Lächeln nicht zu kennen. Ich komme lachend zur Arbeit, in Gedanken beim Feierabend, und gehe weinend nach Hause, weil mir nicht einfällt, was ich zu feiern habe. Geld macht nicht glücklich, Bargeld macht glücklich, und eigentlich auch erst dann, wenn es weg ist. Genieß den Moment, in dem du es weggibst. Hebt die Faust, richtet euch auf eurer Couch. Wir starten die Revolution gegen alles von der Couch aus. Schalten um bei der Werbung, uns ist Politik egal. Wir haben unseren Garten Eden zwischen Supermarktregalen.